guten Morgen. Tina, du warst immer ganz verrückt nach Autofahren. Ich quatsch die ganze Zeit in der Kamera und habe gar nicht aufgenommen. Oh. Ich bin ein Vogel. Ja. Ich weiß jetzt natürlich nicht, obwohl ich nicht mehr aufgenommen habe. Aber egal. Also ich glaube, ich habe heute noch gar nichts aufgenommen. Ich fange jetzt nochmal an. Guten Tag. Heute ist Mittwoch, der 21. hat Moni gesagt. Guck hier aus. Der 21.10. Und wir sind wieder unterwegs. Die Sonne kam raus ein bisschen, versucht sich durchzukämpfen. Da ich morgen wieder zurückfahren will, meine Schwester sich heute beeilt und ist früher von der Arbeit zurückgekommen, damit wir heute nochmal losziehen können. Wo wir sind, erzähle ich jetzt. Der eine oder andere kennt es vielleicht noch aus einem anderen Video. Ich war hier schon dreimal, glaube ich. Und zumindest beim letzten Mal, möchte ich sagen, habe ich auch ein Video aufgenommen. Allerdings kann ich nicht sagen, ob das veröffentlicht wurde, wie das veröffentlicht wurde und wo das veröffentlicht wurde. Aber krabbelt mir hinten. Naja. So, wo wir also sind, ist mitten im Wald, mitten in der Pampa. Da sitzt noch da oben und fotografiert, seht ihr gar nicht, macht nichts. Ja, hier hinten weiter ist irgendwo eine alte Mühle. Ich sage jetzt keine Orte, mit Absicht. Und dann muss man ein Stück weiterfahren, den Waldweg anhalten. Und dann findet man hier eine alte Brücke. Und hier war ein Geocache versteckt. Und deswegen habe ich diese, oder haben wir diese Brücke mal entdeckt. Ich finde, dieser Wald sieht ziemlich nach Urwald aus, irgendwie, weiß ich nicht. Also nicht so Urwald, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt, aus irgendwelchen tropischen Ländern, sondern halt unberührt. Ziemlich coole Bäume, ziemlich viele alte Bäume, teilweise schon umgekippt. Und hier hinter den umgefallenen Baum, da ist die Brücke. Ja, also ich weiß nicht, ist ein ziemlich cooler Ort. Und ohne diesen Geocache hätte ich den nie entdeckt oder hätten wir den nie entdeckt. Und die Brücke, der Weg, das wird alles nicht mehr benutzt. Wie gesagt, die Brücke ist kurz vorm Zusammenstürzen. Weiß auch nicht, ob der Geocache da noch liegt. Ich möchte gar nicht suchen, weil da unten ist garantiert ziemlich großer Modder. Ja, mal gucken, wie dicht wir jetzt noch rankommen. Ich finde, sieht doch immer... An manchen Stellen, ja, das sowieso, aber manche Stellen sieht doch immer so ein bisschen aus wie ein Märchen, weil so ein Baum wie der hier gerade gewachsen ist, das siehst du halt selten. Also lieber mit der ISO ein bisschen höher gehen, mit 50 mm fotografierst, dann ein Hundertstel. Du musst an die Seite. Hier würde ich lang gehen. Oh, Mone, das wird sehr modrig sein. Also, ja. Denk ich mir mal. Sehr, sehr modrig und glitschig. Ah, glaube ich weiß wieder, wo der Cache war. Aber ist mir jetzt auch zu heikel, darunter zu suchen. Uiuiui, glitschig. Oh, guck mal, meine Schwester ist. Natürlich schön, dass ich die Drohne auf dem Rücken habe. Und beide Hände mit Kameras belegt habe. Ich hab hier rosa Blüten hier. Hast du die sehen, Mona? Hast du die Blüten fotografiert? Die sehen cool aus, ne? Was ziemlich cool aussehen würde, wenn man jetzt von da unten mit der Drohne starten würde. Ja, macht er immer. Höhenangst hat, guck ihn nicht. Ja, aber ziemlich cool aussehen würde, wenn man von da unten eine Drohne starten würde, unter der Brücke durchfliegen würde und hier hinten den Bachlauf hochfliegen würde. Trau mir das nicht. Wenn sie da abschmiert, bleiben wir jetzt im Wasser. Das ist mir letztens schon abgeschmiert, die Drohne. Uiuiui. Ist klar, dass du wieder im Wasser bist. Da kommst du. Oh. Nicht schlecht, guck ihn. Durch den umgestürzten Baum sind aber zu viele Zweige, also kann ich da gar nicht unter durchfliegen. Und
schon echt grün da. Ziemlich cool hier, mag das hier. Allerdings sehr matschig. Gut, siehst so aus, gucken. Du auch den noch. Was ist denn da? Ne. Was ist da? Oh, oh, oh. Zu matschig. Ei, 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 ei. Scheiße. Oh, oh, scheiße. Schön. Mich hat's gerade entschärft. Ich habe einen Platz gesucht, wo ich das Handy hinstellen kann, um einen schönen Zeitraffer aufzunehmen. Von der Brücke, also die Brücke, Wasser unten und so, das hat bestimmt ganz gut ausgesehen. Aber naja. Ich war bis in den Knien im Wasser. Meine Schuhe sind vor Wasser. Meine Hosen nass und dreckig. Oh verdammt. Und ich muss wieder zurück. Verdammt Scheiße. Ja, ich hätte auch den trockenen Weg hier nehmen können. Mir ist ein kleines Malheur passiert. Ich war mit den Knien im Wasser. Ich wollte einen Zeitraffer aufnehmen oder ja. So, wisst ihr? Ich wollte das Handy irgendwo hinstellen mit dem Stativ, ne? Und auf der Suche dahin war es so weich, dass ich bis in den Knien versackt bin. Ein Glück habe ich die Stiefel an und keine Gummistiefel, weil die hätte ich nicht wieder rausgekriegt, die hat es mir ausgezogen. Macht nichts. Sieht gut aus im Video. Da war da nichts. Na, ich war doch da hinten war ich auch noch. Aber dazwischen kam ich nicht durch. Mone, wenn ich da irgendwo hin soll, muss ich sagen. Bei mir ist jetzt egal, ich gehe auch quer durch den Bach. Ja. Ne, ist mir glaube ich ein bisschen kalt. Mach jetzt noch ein Bild für Instagram. Der ist nass unterm Arsch, ne? Guck, wie das Ding gerade unten schon wieder ist. Aus! Kannst du nicht lassen. Warum auch?
richtig cooles Video wäre nämlich, wenn er von der anderen Seite, wo wir waren, ne, die Drohne den Bachlauf hochfliegen lässt, unter der Brücke durch, weißt du? Und dann, wenn du hier auf dem Freien bist, hoch, über die Bäume rüber. Und ja, dann so ein Gesamtbild, weißt du? Das würde geil aussehen. Würde geil aussehen, aber sehr zugewachsen. Ja, natürlich. Würde ich jetzt auch nicht machen. Möchte ich jetzt auch nicht machen. Muss Sonne sein und so. Aber wenn du unten nochmal frei machst, weißt du, den Baumstamm damit so ein bisschen weg, damit du da durchfliegen kannst, ein richtig cooles Bild sein wird. Ich würde es eine kleine Instagram-Mission nennen, aber Simone, meine Schwester, hat noch keinen Instagram-Account. Aber vielleicht sollten wir ihr den anlegen. Mit so viel Erfolg auf Flickr mit ihren Bildern. Schau dir mal die coolen Pilze an. Cookie. Die sehen so geistig aus, ne? Ja. Wie Quallen. So fassen sie sich auch an. Das sieht gerade meine neue Speicherkarte drin aus, wo die hin, ne? Mhm. Kann man da reinmachen. Finde ich auch krass hier, der umgestützte Baum, der mit seinen Wurzeln in den Stein mit hochgehoben hat, ne? Der ist doch immer noch nicht raus. Der fliegt doch nicht raus, der ist so fest da drin, eingeklemmt. Wäre auch gut, wenn er nicht jetzt. Wäre auch gut, wenn er nicht gerade jetzt runterfliegt. Ja. Ich riech so nach Mörder und Erde, man könnte denken, ich bin tot. Ach so. Na, ihr Süßen? Cookie, du bist kaum zu sehen im Busch da. Cookie. Ist aber einer, ne? Schon kaputt? Schade, der Bovist, der da noch war, der, mit dem war nichts mehr anzufangen und sonst waren auch keine mehr auf der Wiese, leider. So, das ist mal eh in die Flatter gekriegt, ne? Jetzt kommt sie. Komm, du kleine Bestie. Jetzt habe ich doch langsam kalte Füße. Ja, glaube ich dir. Geh dir jetzt nach Hause. Aber wisst ihr was? Geh mir nicht gleich unter der Dusche. Aber wisst ihr was? Das war der coolste Urlaubstag, den ich hatte. Hat sich doch gelohnt, noch zu fahren. Das war definitiv der schönste Urlaubstag heute. Für mich und ein Blech für die Fleischesser.